Willkommen hier zu unserer Countdown-Reihe. Wir sind hier mit Fernando Alonso. Ich habe nochmal den Fahrer wechseln müssen, denn Valtteri Bottas hat einfach immer gebackt. Also es tut mir leid, wir sind hier in Belgien Spa, in einem meiner Lieblingsgames, muss ich sagen, denn ich habe das so oft gezockt, gerade auch wie Formel 1 15 schon draußen war und ich einfach noch keine neue Konsole hatte. Es machte einfach so viel Spaß, mit diesem Game zu spielen. Das Handling war ein Traum. Ich weiß es noch. Wir hatten ja wieder nichts einstellen. Wir gehen einfach mit diesen normalen Settings raus und ich würde mal sagen, los geht's. Die Fingerbewegung, ich liebe sie. Hat man leider nicht mehr eingebaut, diesen hier. Habe auch nicht gewusst, was da steht, aber war ziemlich cool damals, muss man sagen. Haben wir also die beiden Mercedes aus der ersten Startreihe, Lewis von der Pole, und wir sind am 5. Platz und los geht's hier. Ich freue mich extrem, Force Feedback ist leider immer nicht da. So, lala, wir sind hier im Grid, starten vom 5. Platz, neben uns Valtteri Bottas, der war doch noch weiter vorne gestartet. Und die 5 roten Lichter, finde ich ziemlich cool. Los geht's hier zu unserem Countdown in F1 2014. Ein tolles Spiel. Jo, ja, da kommen wir gut rein. Ein bisschen, ja, noch Track Limits, die Mercedes natürlich damals schon macht. Aber ich hoffe natürlich, dass wir den heute ein bisschen in die Suppe spucken können. Wir fahren hier auf einer mittleren Schwierigkeit. Also nicht mittel, sondern ich glaube, das ist schwer. Oh mein Gott, Alter. Das Handling ist ja um Welten besser. So. Ja, ein bisschen mehr Vibration würde ich mir wünschen, aber... Leider habe ich den Xbox, den Blazy Controller gerackt im letzten Rennen. Schaut euch das gerne an. Und hier kommen wir dann, nicht wieder zu weit raus. Hier haben wir schon mal gesehen, die erste Änderung zu Formel 1 2012. Da hat man Kiesbett jetzt angehäuft. Finde ich cool, finde ich sehr, sehr schön. Finde ich toll, dass man auch da die Änderungen mitgenommen hat. Track Limits waren damals jetzt nicht so eine Sache. Ich hoffe natürlich, wir können jetzt im Rennen ein bisschen was bringen. Jo. Ich bin natürlich noch immer auf das Handling, ich meine, auch wenn einige meinten Skill-Issues und so weiter, ich bin das Handling einfach nicht gewohnt von diesen älteren Spielen. Ich fahre jeden Tag mindestens 2 Rennen in Formel 1 22 und da ist es natürlich ein komplett anderes Handling wie hier in Formel 1 14 zum Beispiel. In unseren Road to F1 23, die bald starten wird, werden wir nochmal so ein bisschen zurückblicken. Und da werden wir dann erst ab Formel 1 14 anfangen und das auch erst auf der Series X. Also ich werde da keine Risiken mehr eingehen. So, aber wir kommen hier gut durch, Blanchiment durch. Und das war Runde 1. Ja, ein bisschen spät an der Bremse. Aber ich würde mal sagen, da bleiben wir Gott sei Dank noch vorne. Und das Handling ist toll. Also Formel 1 14 gefällt mir sehr gut. Ich hätte gerne das 13er gespielt. Funktioniert leider auch nicht mehr. Immer Disk-Fehler. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Deswegen werden wir auch im Countdown Road to F1 23 werden wir dann nur noch ab 14 anfangen. Da habe ich alle Games schon auf meiner Konsole. Ganz speziell freue ich mich natürlich auf Formel 1 2017, 16, 17 und was? Und 20. 20 ist auch eines meiner absoluten Lieblingsgames. Und da kommen wir mit Purple raus. Ja, jetzt habe ich hier wieder ein Skill-Issue. Das war nicht so gut. So, wir gehen hier mal auf Mager. Und die Reifensimulation gefällt mir auch gut. Vom Handling her gefällt es mir sehr gut. Hier haben wir die versetzte Cam. Die ist auch cool gewesen, ja. Kamera-Settings, glaube ich, durfte man erst ab Formel 1 16 ändern. Da haben wir noch ein bisschen hin. So, 4-5 Tage. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Komm, wie gewohnt. Nur, hier vorher gab es ein bisschen. Aber ich denke mal, ihr interessiert euch eh nicht so für die älteren Games, sondern eher so für die neuen, was ich so auf TikTok gelesen habe, würde ich mal sagen. Jo, und hier verbremse ich mich aber hardcore. Und jetzt verbrenne ich hier fast meinen ganzen Vorsprung mit dem Geschwafel. Das ist mächtig. Das ist sehr mächtig. Und das zeigt mir auch, dass wir im nächsten Rennen die Schwierigkeit 1 höher stellen werden. Und... Jo. Natürlich aufpassen muss ich. Wir hatten noch keinen Respawn. Das in der 5. Runde. Das ist extrem gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ja, Double Gouge, nicht zu weit raus. Das ist auch immer wieder eine Sache hier. Das Coole ist halt auch an damals, man hat die Track Limits jetzt noch nicht so hart genommen. Das ist jetzt leider ein Thema. Ich fahre die Linie hier komplett falsch und werde da bestimmt kein Purple mehr im zweiten Sektor haben. Das will ich aber auch nicht, denn
Wobei, ja, so schlecht war es nicht. Grün vielleicht. Nochmal lila. Mit 6/10 Verlust. Das ist mir aber auch egal, denn die Runde wird eh nicht zu Ende gefahren. Wir gehen in die Box rein. Wir verlieren da wieder 1/2 auf die hinter uns. Trotzdem heißt es jetzt pitten. Ich bin gespannt, ob wir die Boxeneinfahrt schaffen. Denn die ist in Belgien jetzt nicht so einfach. Wir kennen die. Nur nicht zu spät an die Bremse. Oh mein Goodness. Okay, es ist eh die Hilfe. Okay, das gibt Hilfe, okay. Das ist auch eine Full-Hilfe. Nicht so wie in Formel 1 Championship Edition, wo du nochmal bremsen musst. Auch hier keine Außenperspektive mehr. Ist schade. Das ist schade. Die holen beide Mercedes gleichzeitig rein. Die haben echt Vertrauen in die, ins Auto. Die haben echt Vertrauen in die Crew. Wir holen uns die weißen Reifen. Leider waren die in Formel 1 eine Meter, würde ich sagen. Die haben da keinen irgendwie gestört. Jetzt würdest du nie im Leben dich freuen über weiße Reifen. Kimi. Yo, Kimi. Zu zweiter Rouge rauf. Ja, da ist natürlich, der hat natürlich die besseren Reifen. Es gibt aber jetzt DRS. Und da können wir nochmal an Kimi vorbei. Aber Halleluja, dieser Mann hat schon immer Eier gehabt. So, Magnussen war nie ein großer Fan von ihm. Auch hier zu McLaren-Zeiten. Sorry. Er ist jetzt vielleicht ein bisschen normaler geworden, durch seine Kinder auch. Aber ja, ich war jetzt nie der größte Fan von ihm in McLaren. Da war McLaren aber schon ordentlich. Ich würde mal sagen, mir fällt das Wort nicht ein. Hilflos, nein. Dass man sich hier Magnussen holt. Verzweifelt, so ist das Wort. Also die müssten da schon ordentlich verzweifelt gewesen sein. Ja, mit dem nicht vorbeikommen, verliere ich hier wirklich so viel Zeit. Punkt der Bremsen, gehen die jetzt wieder besser? Ist natürlich klar, das Grip-Level steigt. Das Auto ist ja Diacheat schlechthin. Jo, und wieder sehr spät auf Bus-Stop. Jetzt ist auch der zweite Mercedes drin, das habe ich vorhin ein bisschen falsch gesehen. Jetzt übernehmen wir wieder die Spitzengruppe. Den ersten Platz. Yo. Pickup aber richtig mal. Das fehlt mir auch in Formel 1. Im Neuen so ein bisschen. Dass man so richtig. Rosberg immer noch vor uns? War der schon in der Box? Nein, jetzt sind wir. Hä? Also jetzt sind wir erster. Dieser Pickup, der sieht so verdammt gut aus. Wenn du im jetzigen Spiel irgendwie Pickup aufsammelst, sieht das so gut aus. In dem Formel 1. Pickup aufsammelst, dann merkst du das direkt auch wieder nach 2-3 Kurven, der Pickup wieder von den Reifen runtergeht. Aber wenn du das in Formel 1 22 oder so machst, merkst du das irgendwie gar nicht. Du hast zwar dreckige Reifen beim Kies und so, vielleicht hat man das im 23er besser gemacht. Am Freitag, by the way, werden wir, oh mein Gott, ja, da kommt das Heck. Am Freitag, by the way, werden wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also so ein 2-3 Minuten Video, werde ich euch ein bisschen so erklären, was sich so ein bisschen in der Beta-Testphase, also ich werde da ein bisschen Einblicke geben, wie sich das neue Handling anfühlt. Seid da gerne dabei. Das am Freitag. Oh. Man rutscht ein bisschen über die Hinterachse, das fällt mir auch. Das fällt mir Sprachenlernen, Bubble. Auch auf, denn man rutscht unnormal, wenn man zum Beispiel letzte Kurve oder so zu schnell reinfährt oder zu lang auf der Bremse ist, rutscht du richtig über die Hinterachse. Nico holt ein bisschen auf, das ja ist nicht gut. Wir haben aber immer noch einen tollen Vorsprung von 4,5 Sekunden. Also das wird trotzdem, denke ich mal, ja, für uns hoffentlich reichen. Das könnte der erste Win überhaupt sein in unseren Countern hier. Oh mein Gott. Yo. Gerade noch so abgefangen, das Auto. Also das hätte schlimm ausgehen können. Und das sind leider nur noch 2,8 Sekunden. Der Ausrutscher hätte nicht passieren dürfen. Trotzdem, ich möchte alles machen, um hier endlich den Sieg zu feiern. Nein, nicht gegen die Mauer. Wir haben Schaden an. Das wäre bitter. Das wäre sehr bitter.
Und es geht jetzt in die letzten paar Kurven und dann geht's in die letzte Runde. Der Hype ist auf jeden Fall da. Wir müssen schaffen, irgendwie hier den Win zu holen. Die Mercedes jagen uns. Trotzdem wird spannend, ob wir das Ganze gewinnen können. Ich hoffe. Wir werden dann noch bei Lewis, glaube ich, aber Hamilton jetzt wieder. Okay, deswegen machen wir doch ein bisschen Zeit gut. Naja, und verlieren dann direkt wieder. Machen ein bisschen Zeit gut auf die Mercedes, denn die fighten. Die fighten hier um P2. Das hilft uns natürlich wirklich enorm. Wir haben schnell eingestellt, plus eine Runde. Ich hoffe, wir können die zweite oder die letzte Runde mit Fett durchziehen. Bastop nicht verkacken. Ich bin hier zu früh in der Bremse. So, da la, rausbeschleunigen. Diesmal kein Quersteher. Das war gut und das bringt uns hier die neue schnellste Rennrunde. 1,57,5. Jo. Auch gut durchgekommen hier. Aston Ernst, Fernando Alonso holt die schnellste Rennrunde. Und wir sind unaufhaltsam. 4,6 Sekunden sind wir jetzt vor Lewis Hamilton, der ja gerade auf dem zweiten Platz ist. Und wir fahren unseren ersten Sieg hier entgegen. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, wir schaffen das Ganze. Wie fand... Ah, es blinkt jetzt schon wieder der scheiß Benzin auf. Purple im ersten Sektor. Das sind nochmal 1,5 Sekunden. Das hat sich ausgezahlt, bis zum Schluss zu warten. Ja, optional. Wir müssen aber auf Standard runtergehen. Hoffentlich geht uns der Benzin nicht aus. 5,4 Sekunden sind jetzt Vorsprung auf die Mercedes. Raus beschleunige ich hier. Linke Kurve noch einmal voll mitnehmen. Und ja, da holt jetzt auch sogar, ich glaube, unser Teamkollege auf. Vielleicht schafft es ja der noch aufs Podium. Das wäre ja auch cool. Doppelpodium für Ferrari. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Und es geht in den letzten Sektor. Purple im zweiten Sektor. Wir konnten aber nur eine Zehntel gut machen und das Auto ist gekommen. So ein bisschen querstehmäßig. Optimal. 6,5 Sekunden. Die haben ordentlich abreißen lassen. Sie sind eher mit sich beschäftigt als mit uns. Obwohl, nein, die sind gar nicht mehr beschäftigt miteinander. Auch Nico hat ordentlich abreißen lassen zu Lewis. Nicht zu spät auf der Bremse und Busstop gehen wir durch. Diesmal keinen dummen Fehler in der letzten Kurve. Und wir holen hier die schnellste Rennrunde und unseren ersten Sieg in Formel 1 und in Countdown zu Formel 1 23. Ich freue mich so extrem. Endlich konnten wir es schaffen. Einen Victory hier. Und der ja, Helm, den ich liebe und kenne von Fernando. Eine 1,56,6 ist immer noch sehr langsam und es gibt keine Animation, ist mir ehrlich gesagt egal. Wir haben es geschafft, Leute. Morgen oder übermorgen geht es dann nach Monza, wie gesagt, vorhin kam auch schon ein MyTeam-Video online, Road zum ersten Weltmeistertitel, schaut gerne vorbei. Auch ums Wochenende wird es wieder nach Monte Carlo gehen, da gibt es wieder eine Mega-Season, schaut auch gerne vorbei. Und abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel für mehr Videos. Falls euch mein Content hier gefällt, lasst doch gerne ein Video da. Wir sehen uns hoffentlich morgen, übermorgen oder später noch auf Instagram, Matthieu_Gaming und unbedingt gerne auf TikTok, jetzt_Tobi. Macht die 13k voll. Bis morgen oder später. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Bis morgen oder später und ciao.